So, Freunde, wir sind schon auf der Zielgeraden. Es war ja bisher ein unfassbar spannender Tag. Mehr oder weniger erfolgreich. Und zwar, wir kommen zum vorletzten Spiel. Das heißt, ihr könnt bald alle nach Hause gehen und euch freuen über diesen sonnigen Mittag. Außer wenn es gleich regnet. Und zwar kommen wir jetzt zum vorletzten Spiel. Und das ist... Das war ja kurz. Finde ich jetzt nicht lustig. Also, das nächste Spiel ist Liederraten. Wir müssen ja auch ein bisschen was für die Musik tun, ne? Dafür begrüßen wir erstmal unseren Kandidaten Niklas! Hey! Hi! Hi! Also, Musik bist du natürlich die erste Wahl, weil was hast du in der 5. PK in Musik gekriegt? Ja, 15 Punkte? Ja, was denn sonst? Ne? Was anderes geht eigentlich gar nicht. So, wer traut sich denn zu, musikalisch hier Rücklauf zuzubringen? Frau Black und Nova. Herzlich willkommen erstmal. Fühlen Sie sich bereit, die richtigen Musiken und Lieder zu erraten? Sowas von. Sie haben schon mal Musik gehört? Einmal. Okay, dann wissen Sie, wie es geht? Ja, Klingel, wo sind denn die Klingeln? Da machen wir... Da höre ich. Ein Applaus für Jule. Mit den Klingeln. Hat die schönsten Glöckchen. Ich meine die Halligalli-Klingeln. Was sagt ihr denn? Also. Ja, wir machen jetzt Liederraten mit ein paar Songs. Und ich würde mal sagen, wir machen, derjenige gewinnt, der zuerst 4 Lieder rät. Ist okay, ne? 4 passt. Wir fünf, okay, 5. Nee, wir können einfach 7 nehmen, blöd, ich habe auch nur Freizeit. Also 5 machen wir, das ist okay. Ja, 2010 Lieder, genau. Also 5 Lieder, also wer zuerst 5 Lieder rät, oder weiß, ist es ja sicherlich nicht raten, ist es Wissen, der gewinnt dieses Spiel. Einfach mal draufdrücken, ich gucke, und ihr müsst mir den Titel... Und den Interpreten sagen. Und wenn es einfach nur irgendwie von Schlag der Rab die Melodie ist, dann ist es halt das Team. Das müsst ihr dann aber sagen mit. Okay? Also dann fangen wir mal an. Den ersten Song. Los geht's. Oh, das ging fast zu schnell. Was ist es denn? Oh, Don't Worry Be Happy von Bobby McFerrin. Ja, das passt. Das können wir machen. Das lassen wir so durchgehen, ne? Das ist das 1-0. Das ist das Einzige, was sie weiß. Da hat sie ja Glück gehabt. Immerhin, Freunde. Da. Wie ist es denn falsch? Egal. Warte, zweites Lied. Unglaublich bekannt. Oh ja, da hat er es gewusst. Was ist es denn? Natürlich das James Bond Theme. Aus welchem Film? Ah. Ja, das hat er gewusst, da hat er gewusst. Da ist das 1-1. Ist schick. Hat er ganz spontan gewusst, das war natürlich das Goldfinger-Theme. Bekannt. Also, kommen wir zum dritten Lied. Weiter geht's. Weiter geht's. Ja, Frau Pegamon hat gedrückt eigentlich. Ich höre der Blitz. Also, was ist es? Ah, LCDs. Was? Fragen Sie ihn. Hat der Steinkraus gerade Fuck gesagt? Ich hab doch da Facke, sag mal aber nicht. Also, was ist es? AC/DC? Stimmt schon mal, können wir schon mal so nehmen. Und das Lied? Thunderstruck ist richtig, überragend, hä? Was Musiklehrer alles wissen. Aber war ja okay. Das, ja, überragend, Freunde. Dann steht es jetzt 2-1. Und es geht weiter. Es geht weiter. Viertes Lied. Und schwieriger.
Sie wisst es schon alle, oder? Nimm dir die Schlüssel mit. Ich werde inzwischen nach der kleinen See. Ich sehe auch Fragezeichen in Gongo, das klingelt. Lebt denn der alte Holzmichel noch? Nein. Nein. Das ist auch gut für die Lehrer eigentlich, ne? Aber ihr könnt es noch weiter laufen lassen. Aus der Treppe. Ja. Dann hören wir mal. Wie wenn das jetzt ein Aufbruch wird. Lebt denn der alte Holzmichel? Ich müsste einfach gehen. Für alle Zeit. Für alle Zeit, Freunde. Ich war noch niemals in New York. Ich war noch niemals auf Hawaii. Ging nie durch San Francisco. Interessant. 5, 4, 3, 2, 1. Nix. Ja, nicht gedrückt. Sie hätten drücken müssen, Frau Digger und Norbert. Na, jetzt ist es ein bisschen spät. Kann man nicht machen. Es wäre Udo Jürgens gewesen, bekannt mit Ich war noch niemals in New York. Ja. Warum? Die haben ja schon einen Punkt gekriegt. Ja, habe ich doch schon. Sag ich doch, die haben doch schon einen Punkt gekriegt. Es ist 3-1. 3-1 ist es. Ja, war doch schon, du hast es ja falsch gesagt. Also, wir haben den Punkt doch schon gekriegt. Was wollt ihr denn alle? Seid doch nicht so aggressiv. Es ist so ein schöner Tag hier. So, machen wir mal weiter mit Lied. Und es steht 3-1 für die Lehrer. Ihr wisst es. Die Abiturienten scheint zu kennen aus dem FF. Niklas hat zuerst gedrückt. Was ist es denn? Ja, das sind die Doors natürlich. Mit Riders on the Storm. Das ist richtig! Ja, das ist der nächste Punkt für die Abiturienten. Altbekannt. Müsste man eigentlich noch aus den Wechseljahren kennen, oder? Riders on the Storm, das war bekannt. Ist berühmt. The Doors mit Riders on the Storm war das. Das ist das 3-2 für die Lehrer. Jetzt haben sie schon Spiel 10 verraten, scheiße. Das war nämlich Schuhwerfen, das nehmen wir jetzt raus. So, kommt das sechste Lied. Auch bestimmt ein bekanntes für den. Frau Deganova hat gedrückt. Etwas muss ich ja wissen, die Beatles. Und das ist richtig! Ja, stimmt! Das ist das 4-2 für die Schüler. Für die Lehrer, sorry. Das ist die Sonne, ja? Ich stehe hier seit Stunden in der Sonne. Es geht aufs Gemüt. Ja, 4-2 für die Lehrer, selbstverständlich. Also, das ist jetzt schon für die Lehrer der erste Matchball. Sie könnten das Spiel jetzt reißen. Sauf mal, ich bin klar. Ich hab noch, ich trinke nicht. Lino. Die Abiturienten können aber aufholen. Jetzt mit Lied 7. Der Niklas drückt. Er hat eine Idee. Was ist es denn? Das Geld von meinem Vater, Monanza. Ja, das ist richtig. Das Bonanza für ihn. Mein Applaus, hat er gut gewusst. Kultverdächtige Serie. So, dann kommen wir zu Lied 8. Immer noch Matchball für die Lehrer, weil es steht ja 4-3. Weiter geht's. So, Frau Degasnova hat gedrückt. Was ist es? Michael Jackson, der Song Das ist aber schlecht, ja. Niklas drückt. Billie Jean! Das ist richtig, das ist auch Berühmt. Jetzt ist es 4-4, ne? Das ist ja eigentlich jetzt hartes Matchballspiel. Wollen wir mal auf Lied 11 weitermachen und das als Entscheidungslied machen? Okay, jetzt kommt das Entscheidungslied, weil es steht 4-4. Auf geht's, Lied 11. Okay,
Und damit gewinnt die Lena! Oh, es wird wieder knapp. Das sind nämlich 8 Punkte für die Lehrer. Wir lassen ein bisschen an, ja? Na klar, die freuen sich doch alle.